Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mantischen Kanal hier aus Hamburg. Wie ihr vielleicht wisst, fangen Rui und ich am 22. September wieder einen neuen Tarotkurs online an. Und da dachte ich, das ist eine gute Gelegenheit, euch mal vorzustellen, wie ich persönlich an das Kartenlegen herangehe, euch einen kleinen Leitfaden dafür mitzugeben. Und Rui legt wieder ganz anders die Karten. Beides bekommt ihr in dem Tarotkurs vermittelt, neben der Theorie. Aber heute nur eine kleine Schulung, was ich denn so mache. Ich habe dafür heute das Waitmiss-Tarot bereitgelegt, hauptsächlich weil es kleine Karten sind und die passen ganz gut hierher. Und ich werde mit euch heute ein kleines Kreuz erarbeiten. Das kleine Kreuz ist ein sehr gutes Auslagesystem, zu dem wir auch schon Videos gemacht haben. Und mit diesem kleinen Kreuz kann man halt ganz schnell eine Entscheidungsfrage treffen, beziehungsweise fragen, was kann ich tun, um? Und da sind wir schon genau beim ersten Teil des richtigen, guten Kartenlegens aus meiner Sicht. Wir brauchen am Anfang eine gute Frage. Und diese gute Frage sollte möglichst eine Entwicklung beinhalten, also wie entwickelt sich etwas, wenn? Oder noch besser, sie sollte einen Handlungsvorschlag beinhalten. Also was kann ich tun, um? Ja-Nein-Fragen und wird das oder jenes passieren, das ist ja auch eine Ja-Nein-Frage, sind, kann man vielleicht machen, sind aber nicht wirklich hilfreich, weil es geht ja auch immer darum, durch eine Tarotkartenlegung ermutigt zu werden, die Dinge in die Hand zu nehmen und so zu lenken, wie man es haben möchte. Dafür bietet sich das kleine Kreuz an. Zudem haben wir schon ein Video gemacht, das ich verlinken werde. Und wir haben auch über die Kunst der richtigen Fragestellung geredet, Rui und ich. Auch das werde ich nochmal verlinken. Ja, also ich beginne mit einer Fragestellung und jetzt als Beispielfrage werde ich die Frage stellen: Was kann ich tun, damit das kommende Wochenende gelungen wird? Nein, ich fange noch mal an. Was kann ich tun, damit das kommende Wochenende ein Erfolg wird? Und ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen überlegen müssen, um das gut zu formulieren. Was kann ich tun, damit das kommende Wochenende ein Erfolg wird? Und ich würde euch jetzt empfehlen, diese Frage aufzuschreiben, weil ihr sie ganz, ganz schnell vergessen könnt und ja, manchmal oder meistens vergisst man die Frage auch, gerade weil man die Antwort dann darauf nicht so gerne hört oder sieht. Und dann sagt man, ach, jetzt habe ich aber irgendwie vergessen, was ich eigentlich gefragt habe. Ich mische noch mal. Und deswegen ist es wirklich sehr sinnvoll, sich genau die Frage aufzuschreiben, möglichst im Wortlaut. Die Karten mögen es nicht, wenn man sich ständig zum selben Thema befragt und sollten die erste Antwort der Karten sollte eigentlich anerkannt werden. So, lange genug gehaspelt. Also, was kann ich tun, damit das kommende Wochenende ein Erfolg wird? Ich habe die Frage formuliert und jetzt ziehe ich vier Karten für ein kleines Kreuz. Dafür mische ich erst die Karten. Und ich mache das immer gerne da, während ich die Karten, nein, während ich die Frage erarbeite. Meistens erarbeite ich die ja zusammen mit einer anderen Person, weil ich mir gar nicht so oft selbst die Karten lege. Danach fächere ich die Karten aus. Das kann ich hier nicht so gut machen auf dem Untergrund, aber normalerweise, sieht das etwas eleganter aus. Und dann nehme ich meine linke Hand, und das bitte ich auch immer, mein Gegenüber zu tun. Und ziehe jetzt für das kleine Kreuz vier Karten. Warum die linke Hand? Nicht, weil sie vom Herzen kommt, nicht, weil sie in irgendeiner Weise spiritueller ist als die rechte. Tendenziell sitzen meistens Rechtshänder vor mir und die haben Probleme mit der linken Hand zu ziehen und deswegen konzentrieren sie sich dann besser auf das Kartenziehen und erzählen mir nicht irgendwie ihr Leben, während sie die Karten ziehen. Und das ist das, was ich gerne damit erreichen möchte. So, ich habe jetzt vier Karten gezogen
Und die habe ich auf einen Stapel gelegt. Ich habe sie nicht umgedreht. Und auch das bitte ich immer die Person, die mir gegenüber sitzt, zu tun. Und erst wenn ich alle Karten habe, lege ich sie aus. Und so, ja, ich drehe sie komplett um. Ich mache das nicht wie manche Kartenleger. Erst eine Karte, dann die nächste Karte, dann die nächste Karte. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich nicht gerne überraschen lasse. Ich möchte gerne das Endergebnis wissen, gerade wenn ich jemanden berate, bevor ich anfange zu reden. Und das andere ist, dass ich auch die Zusammenschau brauche eines Kartenbildes und mich auf dieses Bild einlassen muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. So, ich lege also hierfür das kleine Kreuz aus. Einmal hier, das ist die Ausgangssituation. Die zweite Position ist nicht tun. Die obere Position ist tun und die untere ist das Ergebnis. Ganz einfaches Auslagesystem, kann man wirklich schnell anwenden. Und jetzt drehe ich alle Karten um. Ich arbeite nicht mit umgedrehten Karten in diesem Fall. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das ich gerne noch einmal verlinke. Und muss sagen, dass das Ergebnis natürlich mir sagt, okay, wird das wirklich ein Erfolg? Aber wir werden es sehen. Ihr seht, dass gerade in so einer Endposition, wenn da so eine Karte liegt, ja, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, erst zu wissen, was die Endposition ist, damit man dann sich schon darauf vorbereiten kann, was man der Person gegenüber sagt. Und nicht sagt, wenn man sie als letztes umdreht, nachdem man da ganz tolle Dinge gesagt hat, oh mein Gott, was liegt denn jetzt da? Also deswegen ist das wirklich hilfreich, die Karten immer gleich am Anfang zu haben. Ja, was sehen wir jetzt auf dieser Auslage, in diesem Kartenbild? Wir sehen als erstes, verzeih, ich muss nochmal zurückgehen. Also das erste, was ich tue, ist mir ein Bild machen von dem, von den Farben, von der Energie der Karten. Und da erkenne ich, dass die ersten drei Karten relativ neutral vom Hintergrund sind. Einige Lichtpunkte. Wir haben einen Schwarz in der Position nicht tun. Und wir haben natürlich dann diese sehr schwarze Karte als Endergebnis. Also irgendwie hat man hier gleich das Gefühl, oder ich habe gleich das Gefühl, dass egal was ich tue, am Ende werde ich ganz schön K.O. sein. Ja, und um das mal aufzulösen, ich glaube, ich werde zu K.O. sein, weil ich mir für dieses Wochenende echt viel vorgenommen habe und ich den Geburtstag meines sehr geburtstagsanspruchsvollen Kindes begehe. Und das wird mich sicher schlauchen. Ja, die Ausgangssituation ist der Bube der Schwerter. Und bevor ich jetzt anfange zu interpretieren, mache ich aber noch einen Zwischenschritt. Ich schaue nämlich, gibt es noch weitere Buben hier liegen in der Auslage? Nein, gibt es nicht. Aber ich habe noch eine weitere Hofkarte, nämlich den König der Stäbe hier oben. Ich habe keine großen Arkana. Für mich ein Hinweis, dass das nichts Weltbewegendes ist, auch wenn die letzte Karte ziemlich dramatisch ist. Ich habe zwei Schwerter, ich habe einen Kelch, ich habe einen Stab, ich habe keine Münzen. Für mich wieder ein Hinweis, dass das Materielle in diesem Fall kein so ein, eine große Rolle spielt, auch wenn so ein Geburtstag ganz schön teuer ist, sondern dass es eher um etwas geht, was mit dem Kopf zu tun hat und dass es um etwas geht, was mit dem, ja, mit dem Herzen zu tun hat. Und ja, ich finde schon, dass man da so ein bisschen Erschöpfung schon jetzt in dem Bild erkennen kann. Also, nachdem ich mir diesen energetischen Überblick verschafft habe, schaue ich, gibt es Übereinstimmungen von den Elementen her? Gibt es große Arkana in dem Deck? Ist es eine eher kleine Frage oder ist es doch ein größeres Thema? Und danach schaue ich auch noch nach der Numerologie. Gibt es numerologische Übereinstimmungen? Also liegen zum Beispiel zwei Zweien da oder drei Vieren oder sonst etwas. Aber nein, in diesem Fall ist das auch nicht der Fall. Wir haben eine 10 und eine 5. Gut, davon kann ich ableiten, dass praktisch die 5 als mittlere Karte in den Zahlen 1 bis 10
vielleicht eine Art Zwischenstadium darstellt, während die 10 dann eine Erfüllung oder auch schon eine neue Entwicklung darstellt. Also hier ist einige Bewegung im Spiel. Und auch numerologisch finde ich es interessant, dass wir mit einem Buben starten. Die Buben werden ja gerne den Assen zugeordnet, also eine Anfangsenergie. Und der Bube ist den Schwertern zugeordnet. Und am Ende haben wir die 10 der Schwerter, die eher eine Endgame-Energie ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich jetzt genau weitergucke, und da fange ich jetzt schon an zu interpretieren, ohne dass ich überhaupt mir Gedanken über die Bedeutung der Karten gemacht habe, dann sehe ich, dass dieser Mensch hier auf der Karte einen ähnlichen Wams anhat wie der junge Mann auf dieser Karte hier. Also offensichtlich ist die Person, die hier ganz gut gelaunt als Bube der Schwerter startet, am Ende richtig fertig. Gut, machen wir weiter. Also, nachdem ich das gemacht habe, ich habe die richtige Frage mir rausgesucht. Ich habe die Karten gezogen, ich habe sie alle gleichzeitig ausgelegt und mir einen Überblick, einen energetischen verschafft. Ich habe geschaut, gibt es Übereinstimmungen über die Elemente und die großen Arkana? Gibt es Übereinstimmungen über die Zahlen? Dann fange ich an mit der tatsächlichen Deutung, auch wenn ich jetzt schon so ein ganz klares Gefühl habe. Ich könnte jetzt auch noch erwähnen, dass dieses Rot hier wieder mit dem König der Stäbe zusammenhängt für mich. Und dass ich zweimal Figuren sehe, die sich wegdrehen von uns, deren Gesichter man nicht sieht. Und zwei Figuren sehe, deren Gesichter man sieht, die uns aber auch nicht anschauen, sondern genau in eine Richtung blicken, beide in dieselbe Richtung, die gerne mit der Vergangenheit in Beziehung gesetzt wird. Gut, wir starten mit dem Bube der Schwerter. Und der Bube der Schwerter, der symbolisiert einerseits mein Kind, das ja ein Bube der Schwerter eindeutig ist und um den es sich eigentlich dreht am kommenden Wochenende. Und der so langsam erwachsen wird. Und gleichzeitig symbolisiert diese Karte mich, die ich den Hut auf habe bei der Organisation, der Veranstaltung, der Koordination, der Eltern, der Kinder, der Verwandten, der Corona-Hygienemaßnahmen. Und da gibt es einiges zu berücksichtigen. Man nennt das, glaube ich, Mental Load. Der Bube der Schwerter sagt mir, dass ich da ganz gut bei bin und auch viele Ideen habe, aber vielleicht auch das eine oder andere übersehe und vielleicht ein wenig gründlicher vorgehen könnte. Ich gebe mir da große Mühe, schreibe mir viele Zettel, aber das eine oder andere werde ich wie jeden Geburtstag garantiert vergessen. Prinzipiell aber eine gute Ausgangslage, wie ich finde. Und die 5 der Kelche stellt jetzt einen krassen Gegensatz zu dieser neutralen bis positiven Grundhaltung des Buben der Schwerter dar. A, sind wir jetzt auf einmal im Bereich der Gefühle. Und B ist diese Person halt gar nicht aktiv, sie ist sehr passiv, irgendwie wirkt sie traurig, trauert um etwas vielleicht. Und ja, das deckt sich nicht so ganz mit diesem lebensfrohen Buben der Schwerter. Ich weiß gar nicht, ob er so lebensfroh ist, aber einfach ein energischer Bube der Schwerter. Ich freue mich sehr, wenn ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreibt, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck. Es ist halt sehr schwer, sich selbst die Karten zu legen. Und das ist ja auch gerade hier ein bisschen was Persönliches. Was mir dazu einfällt, ist, A, ich sollte immer wieder Pausen machen, damit ich nicht erschöpfe. Ob mir das gelingt, weiß ich mit der 10 der Schwerter nicht so richtig. Und B fällt mir dazu ein, dass diese Karte ja auch etwas von Verabschiedung hat, etwas loslassen, was man sehr lieb gewonnen hat. Auch der Bube der Schwerter schielt in die Vergangenheit. Wie gesagt, auch der König der Stäbe. Ja, und ich muss sagen, jeder Geburtstag bedeutet für eine Mutter, gerade in der Zeit der Teenagerzeit,
die bei mir ja noch ziemlich am Anfang ist, dass ja, dass das Kind immer mehr zu einer anderen Person wird und man oder ich das respektieren muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich vor allem hier die Warnung habe, an dem Geburtstag des Kindes bloß nicht ihn Baby zu nennen. Sonst kriege ich echt Ärger. Und vor allem auch, ja, ihn zuzulassen, dass er jetzt einfach wirklich erwachsen wird. Er ist noch nicht ganz erwachsen, aber er kommt jetzt in ein Alter, in dem er schon sehr, sehr viel mehr Dinge machen kann als noch im letzten Jahr und in dem ich ihn einfach loslassen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das, auch wenn ich nicht eine Mutter bin, die gerne ihr Kind ständig am Schürzenzipfel hat, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das nicht ganz einfach wird für mich. Ja, gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass diese Karte sagt, mach nicht alles alleine. Such dir Leute, die drei der Kelche mäßig, die liegen ja ungeschüttet vor dieser Person, dich unterstützen. Und das geht leider gerade nicht, weil die Leute, die mich unterstützen könnten, gerade alle wichtige andere Dinge tun. Von daher liegt diese Last jetzt auf mir, aber ich mache sie auch wirklich sehr gerne. Und ich muss auch gar nicht so lange darüber nachdenken. Ich habe ja als Aufgabe, was ich tun soll, den König der Stäbe. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Ein sehr dynamischer Mensch, der die Fäden fest in der Hand hat. Also noch einmal im Vergleich zu dem Buben die Ansage, sei klarer, konzentriere dich mehr auf dein Ziel. Was willst du erreichen? Nutze das Timing. Verpuffe deine Energie nicht, wie das der Bube der Schwerter manchmal tut, sondern fokussiere dich auf das, was das Wesentliche ist. Und vor allem sorge dafür, dass dein Kind einen guten Platz hat an seinem Geburtstag. Da ist er sehr gerne der König. Und wenn ich es nur schaffe, ihn gut in Szene zu setzen, dann ist er glücklich, dann bin ich zufrieden. Denn an seinem Geburtstag, da soll er wirklich einfach sich feiern dürfen. Das ist eigentlich das, was mir jetzt am meisten zu dieser Karte einfällt. Mein Feuer in Dosen senden, eben weil ich am besten mich nicht verausgaben soll, sondern halt wirklich fokussiert sein soll, sprungbereit wie der Bube der Stäbe, aber auf keinen Fall verkrampft. Ja, das ist, was mir die Karten sagen. Und am Ende sind aber die 10 der Schwerter da und bin ich sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Vielleicht berichte ich euch noch am Abend des Sonntages, wenn ich mein Wochentagesskop mache. Weil ich weiß jetzt nicht genau, was da auf mich zukommt. Die 10 der Schwerter, wie gesagt, können bedeuten Erschöpfung. Oh, vielleicht gibt es auch etwas in der Familie zu diskutieren, wie das bei Familienfesten halt oft so ist. Vielleicht bin ich aber auch einfach wirklich nur müde an dem Tag. Oder es kommen neue, überraschende Corona-Hygienemaßnahmen, die bedeuten, dass ich wieder alles abändern muss. Dazu fällt mir ein, dass der liebe Herr Tschentscher heute, nein, gestern angekündigt hat, dass wir jetzt die 2G-Optionen in Restaurants haben. Wir wollen in ein Restaurant gehen. Das klappt nicht, wenn dieses Restaurant die 2G-Regelung anwendet. Ja, das sind so die Dinge, die ich mit 10 der Schwertern gerade verbinde. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach, nachdem ich dieses Video gemacht habe, mir gleich mal einen Notfallplan ausdenken und vor allem in dem Restaurant anrufen, um zu verhindern, dass diese 10 der Schwerter passieren. Denn das Tolle am Kartenlegen ist, das Ergebnis, das wir sehen, wenn wir etwas befürchten, ist oft ein Worst-Case-Szenario. Und dadurch, dass wir uns die Karten gelegt haben, dadurch, dass wir uns diesem Worst-Case-Szenario stellen, haben wir die Gelegenheit, vorab, nicht wenn es schon passiert ist, die Dinge nochmal rumzudrehen. Das heißt, für mich sagt das Ganze in der Zusammenfassung, nimm nicht alles easy, Bube der Schwerter,
Hör auf, irgendwie sentimental zu sein, sondern denk jetzt sehr strategisch, kläre nochmal alles wirklich ab, aber nicht ohne Plan. Mach dir einen Plan, bevor du es abklärst, und dann gib Gas. Am Ende einer jeden Legung ziehe ich immer gerne noch die Quintessenz. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht. Und Hofkarten zählen dabei nicht. Man zählt alle Zahlen zusammen, die sich auf den Karten befinden. Und auch das ist jetzt hier nicht ganz ideal. Ich habe die 10 und die 5. Das ergibt die 15 und das ist der Teufel. Ja, und der Teufel sagt mir, dass ich vielleicht wirklich mit Überraschungen rechnen muss am Wochenende. Ich bin sehr gespannt. Es wurde schon angekündigt von den Leuten, die nicht in Hamburg sind, wenn sie anreisen, dass das Schwierigkeiten geben kann, dass es vielleicht länger dauert als geplant. Vielleicht wird dadurch der ein oder andere Kuchen nicht gebacken oder sonst etwas. Auf jeden Fall werde ich mich wirklich darauf konzentrieren, dass die Dinge gelingen. Ich tue mein Bestes und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es denn geglückt ist. Wie gesagt, ich bin sehr neugierig auf eure Kommentare. Ich würde wirklich gerne wissen, wie ihr die Legung interpretiert. Vielleicht habt ihr Zeit, mir da ein wenig Input zu geben. Und ansonsten sehen wir uns am Wochenende wieder. Das ist auch noch auf dem Programm und da bin ich schon wieder dabei, darüber nachzudenken. Nehme ich mir vielleicht zu viel für dieses Wochenende vor? Ihr werdet es sehen. Schlimmstenfalls tauche ich zum Wochentaroskop mit ein paar Schwertern im Rücken auf. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin. Genießt den August, das bisschen, was noch da ist. Und wir sprechen uns bald wieder. Alles Liebe.